Schönen guten Abend zu einer Sonderausgabe der Zeit im Bild. Eine beunruhigende Entdeckung eines österreichischen Physikers sorgt gerade weltweit für Aufregung. Wie vor wenigen Stunden bekannt wurde, nähert sich ein Komet unaufhaltsam unserer Erde. Dazu begrüße ich jetzt bei uns im Studio den Mann, der diesen Kometen entdeckt hat. Guten Abend, Herr Professor Guck. Guten Abend. Herzlich willkommen bei einer Sondersendung, die Science Busters erklären den Weltuntergang. Herr Direktor Gruber, Professor Guck hat einen riesigen Himmelskörper entdeckt, der direkt auf die Erde zurast. Was wird passieren, wenn der einschlägt? Professor Guck, ein wahrer Meister der Astronomie. Ich habe selber bei ihm studiert. Der irrt sich leider nicht. Er hat einen Kometen entdeckt mit 7 bis 8 Kilometer pro Sekunde. Nähert er sich der Erde. Na, da wäre es wahrscheinlich besser, wenn er irgendwo über Wasser abstürzen würde. Da würde er ein bisschen abgebremst werden wahrscheinlich, oder? Es ist vollkommen egal, wo er abstürzt, ob im Wasser oder auf der Erde. Es ist katastrophal. Der Komet müsste notwendigerweise unzählige Grenzen zerschlagen. Weil das aber vertraglich verboten ist, wird er sich hüten, die Erde zu berühren. Schauen Sie, Herr Guck, wir haben in der Europäischen Union verbindliche Verträge abgeschlossen. Aber glauben Sie denn, dass der Komet sich an irgendwelche Verträge gebunden hat? Naja, schauen wir mal, nicht wahr? Die Leute reißen uns wegen ihres Weltuntergangs die letzte Dose Kondensmilch aus den Regalen und dann kommen sie daher und nehmen diesen Menschen die Überlebensfreude. Ja, aber hören Sie, die Welt wird nicht untergehen, dank Ihrer finanziellen Hilfe und meinem Plan. Herr Professor, Sie wollen allen Ernstes, dass ich meinem Aufsichtsrat nahelege, in eine Idee zu investieren, die eine hochkonjunkturelle Phase ungeahnten Ausmaßes je zu Fall bringt? Vielleicht ist der Komet die Lösung des Problems. Wie meinen Sie das? Naja, mit etwas Glück trifft er Griechenland. Herr Professor, Lösung, Erlösung. Ja, wo ist denn für Erlösung? Bei uns gibt's das nicht, Erlösung. Nicht? Erlösung kennen Sie oben, aber Erlösung. Ja, von mir aus ist das überhaupt kein Problem, ne? Nein. Ne? Das kenne ich nicht. Wissen Sie, wir beide, wir werden die Welt. Die Welt retten, ja. Wir gehen in die Geschichte ein. Wann darf ich wiederkommen? Wissen Sie was, ich werde es für Sie ein bisschen beschleunigen, weil Sie so viel gesammelt haben gestern. Und ich denke, ich glaube, so in ungefähr, in etwa, sagen wir, 8 Monaten sollte es da sein, ja? Ja, hören Sie, der Komet kommt nächste Woche. Ja, mein Gott, dann wird er sich heute ein bisschen gedulden müssen, ja? Er ist ja nicht der Einzige. Ne? Ja, je näher als wir begreifen, habe ich die Erde gesehen. Ich sah sie von goldenen Saaten umreift, vom Schatten des Bombenflugzeugs gestreift.